Ist nicht unbedingt das Beste, was wir haben. Ja, das war jetzt ein fremder Schlüsselbord. Zeugt. Weil ich mal rumgedreht habe. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Mhm. Also, ach so, die Platte umgedreht, ja. A und B-Seite, ne? Ja, ich hab. Das ist so selten, das hab ich jetzt gedacht. I'm gonna tell you. Vor 90 Jahren zogen zum Beispiel durch die Stadt Berlin mehr als 400 Drehorgelspieler, die täglich dort Musik gemacht haben. Die Leute hatten noch kein Radio und kein Fernsehen und kein CD. Und wenn dann der Drehorgelmann kam mit dem neuesten Hit auf der Walze, dann hat man sich wirklich auf seine Musik gefreut. Das kleine Musikstück, das wir hören, passt gut zu Rüdesheim. Es ist ein Trinklied. Und sicherlich kennen Sie das alle. Weinfest gespielt, hier in der Nähe von Rüdesheim. Da kam eine ältere Dame und hörte der Musik zu und nach einer Weile sagte sie,
Sagen Sie mal, Sie sehen doch noch so jung und so gesund aus. Sie sollten was anderes arbeiten als Drehorgelspiel. Der Drehorgelmann war in unseren Breiten immer ein Bettler. Und deshalb war sein Renommee nicht so besonders groß. Bei den Holländern habe ich mir sagen lassen, war er Straßenmusikant und wurde für seine Musik bezahlt. Und deshalb hat sich wahrscheinlich in Holland die Drehorgel viel länger gehalten als bei uns.